Vers 40. Ich verehre Govinda, den urersten Herrn, dessen Ausstrahlung die Quelle des in den Upanishaden beschriebenen undifferenzierten Brahman ist. Da diese Ausstrahlung von den unendlichen Reichtümern des materiellen Universums verschieden ist, wird sie als die unteilbare, unendliche, grenzenlose Wahrheit wahrgenommen. Erläuterung: Das von Maya erschaffene materielle Universum ist eine der unendlichen äußeren Erscheinungsformen, die Raum, Zeit und grobstoffliche Objekte beherbergen. Der unpersönliche Aspekt Gottes, das unterschiedslose Brahman, steht weit über diesem Prinzip der weltlichen Schöpfung. Aber selbst das unterschiedslose Brahman ist nur die äußere Ausstrahlung, die von der Umgrenzung des transzendentalen Vaikuntha-Reiches ausgeht, welches einen Dreiviertelanteil der Herrlichkeit Govindas offenbart. Das unterschiedslose Brahman ist unteilbar, daher ist es auch eins und ein zweites, die unendliche nicht-duale Entität.